Name ist Jan-René Hartmann. Ich bin 38, stimmt gar nicht, ich bin 37. Bin 37 Jahre alt, komme aus Forst in Baden-Württemberg, Deutschland. Und ich schere Schafe seit 2010. Habe das in Neuseeland gelernt. Bin achtmal in Neuseeland gewesen. Habe auf zwei Schafscher-Weltmeisterschaften Schafe scheren dürfen für meine Nation. Und ich freue mich jedes Jahr drauf, hier meinen Jahresabschluss zu machen auf der Alp Flix. Und freue mich natürlich hier im Stall von der Familie Cotti auch, wie jedes Jahr, seit 12 Jahren die Schafe zu scheren. Also am meisten bedauere ich tatsächlich ja, die Geselligkeit. Die Menschen, die uns unterstützen, während wir uns durch die Schafe arbeiten. Das ganze Flair, und meiner Meinung nach ist das Fest in Savonin jedes Jahr größer geworden. Ich bin einfach sehr, sehr stolz drauf, trotz allem hier in die Schweiz kommen zu dürfen, um die Schafe zu scheren. Und ich würde mir natürlich sehr wünschen, dass die Menschen gut durch diese Situation aktuell kommen und die Regulationen und Regularien, so gut es geht, wegstecken können. Ich denke, dass die Region hier trotz allem ein schönes Fest unten an den Markt stattfinden lassen kann. Und wir freuen uns natürlich auch, der Nico und ich, dass wir durch unseren Beitrag natürlich auch eine gewisse Bereicherung auch für das Fest sein werden. Leider ist mir nicht möglich, selber runterzukommen zum Fest, weil ich auch Verpflichtungen zu Hause habe. Ich habe selber auch Schafe, Rinder und Züchthütehunde und möchte natürlich auch bei meinen Tieren sein und möchte nicht zu lange weg von zu Hause sein. Also am meisten gefällt mir beim Schafscheren tatsächlich, dass ich am Tag so viele Schafe zählen kann, dass ich abends gut einschlafen kann. Also grundsätzlich ist es für mich so, ich habe das Schafscheren angefangen, weil mein erster Schafscherer, als ich vor ca. 18 Jahren mit Schafen angefangen habe, der war eher Metzger als Friseur, und ich habe damals gesagt, dass ich es besser selber machen möchte. Und habe dann 2009 meinen Job als Außendienstmitarbeiter für einen großen Stahlkonzern in Deutschland an den Nagel gehängt. Bin nach Neuseeland geflogen, das erste Mal in meinem Leben überhaupt geflogen, und dann direkt nach Neuseeland, weil ich einfach mehr über Schafe scheren und Schafehaltung lernen wollte. Und habe dann wirklich damals alles auch aufgegeben, was ich zu Hause mir in Deutschland aufgebaut hatte, und bin einfach meiner Passion gefolgt, der Tierhaltung. Und bin seither tatsächlich regelmäßig in Neuseeland gewesen. Leider aufgrund der Regulationen die letzten 2 Jahre nicht. Aber das ist auch ein Thema, was ich am meisten vermisse. Aber grundsätzlich für jemanden, der das erste Mal ein Schaf beim Scheren beobachtet, der sollte sich darauf einstellen, dass halt das Schaf geschoren werden muss. Also Schafe, Wollschafe muss man unterscheiden zu Haarschafen. Haarschafe gibt es in der Natur, Mufflons zum Beispiel, die wir auch in Deutschland haben als wilde Schafe. Die verlieren ihre Wolle tatsächlich. Auch unsere Schafe, die Wollschafe, haben einen Fellwechsel. Das heißt, die Wolle bricht im Sommer und schiebt dann bei einem Fellwechsel neue Wolle nach. Und das ist der ideale Zeitpunkt, wann wir die Schafe scheren, weil dann gibt es einen gewissen Lift. Und in diesem Lift sind weniger Schafwollfasern auf der Haut, und da kann man leicht durchfahren. Schafe sollten also einmal im Jahr geschoren werden, idealerweise rechtzeitig, bevor der Kälteeinbruch kommt. Es muss nicht sein, dass die Schafe im März oder im April geschoren werden, weil die Wolle natürlich auch eine gewisse Isolation bietet im Sommer. Das heißt, wenn die Wolle 1-2 cm im Sommer noch drauf ist oder auch 5, dann haben die Schafe eine gewisse Isolation. Und wer denkt, dass das Schafescheren grob ist, der hat vielleicht einen zu sehr vermenschlichten Blick auf die Materie. Schafe scheren soll so schnell wie möglich stattfinden, damit die Schafe einfach so schnell wie möglich in ihre natürliche Umgebung können. Schafe sollten zum Schafe scheren nüchtern sein. Man muss sich vorstellen, ein Schaf hat 4 Mägen, und wenn wir mit 4 vollen Mägen Yoga machen müssten, dann würden wir auch nicht still sitzen bleiben. Bedeutet, wir lassen die Schafe nüchtern vorm Scheren, stallen sie auf, das hat man direkt am Anfang auch gesehen. Wir nüchtern die Schafe dann aus, dann sind sie leer. Schafe können ohne Probleme einen Tag ohne Futter und Wasser überbrücken.
Und das ist dann überhaupt kein Problem und für die Schafe einfach viel, viel angenehmer. Wenn sie dieses Pansenvolumen, 10% des Körpergewichts können Schafe tatsächlich als Pansenvolumen aufnehmen. Das heißt, bei einem 100 Kilo Schaf sind es 10 Kilo mehr. Angenommen, ich schere 100 Schafe und habe jedes Mal 10 Kilo zusätzlich zu bewegen, sind es einfach nochmal eine Tonne extra, die ich bewegen muss. Und es ist natürlich so, wenn ich 100 Schafe schere bei 100 Kilo, dann sind es 10 Tonnen, die ich am Tag bewege. Ja? Und ich möchte mir natürlich den Job nicht zu schwer machen. Die Schafe sind viel ruhiger, sie zappeln weniger, wenn die Schafe nüchtern sind. Und deswegen versuchen wir sie halt einfach auch festzuhalten, dass sie nicht zum Beispiel auch in die Schafschere reintreten oder dass das Ohr zum Beispiel reinklappt, während wir gerade am Hals hochscheren. Die Halsfalten zum Beispiel, die strecken wir uns hoch, auch die Falten im Gesicht. Nichts anderes mache ich, wenn ich mich rasiere. Die Männer können das sicherlich nachvollziehen, dass man da lieber einmal mehr eine komische Grimasse zieht, um sich selber nicht zu verletzen. Gleiches machen wir bei den Schafen auch. Wir versuchen die Haut zu spannen. Die linke Hand, die macht die Hauptarbeit. Das heißt, wir versuchen immer wieder die Haut zu spannen und die Gliedmaßen auch zu strecken. Es gibt verschiedene Punkte, wie im Aikido auch, dass halt eben gewisse Körperteile dann eben blockiert werden und nicht zurückschnalzen können. Das ist halt eben, es sieht grob aus, aber wenn wir das Schaf nicht gut festhalten würden, dann hätten wir halt eben das Problem, dass das Schaf sich eventuell selbst verletzen würde. Wie lange man schon Schafe schert, weiß ich nicht genau, aber das ist eine jahrhundertealte Tradition. Früher hat man hauptsächlich mit der Handschere geschoren, um die Wollfaser eben für sich, für die Kleiderherstellung, für Textilien zu gewinnen. Und die Wolle hier wird sehr wahrscheinlich auch nur zur Isolation verwendet. Da das keine Wollschafe sind, sondern eben Milchschafe, die auf der Alpflix gehalten werden, ist das Hauptaugenmerk eben auf der Milchproduktion und weniger auf der Wollqualität. Die Wolle ist in dem Fall nur Mittel zum Zweck. Und das notwendige Übel ist eben die Schafschuhe. Wir versuchen das so sauber wie möglich zu machen. Mir ist es zum Beispiel wichtiger, die Schafe sauber zu scheren, als schnell zu scheren. Bedeutet, ich habe in 5 Ländern den Preis gewonnen für die sauberste Schafschuhe und eben nicht für die schnellste Schafschuhe. Das ist mir, wie gesagt, wichtiger. Und meine Kunden, die verlangen auch nicht, dass ich der Schnellste bin, sondern die verlangen einfach auch, dass die Schafe möglichst verletzungsfrei geschoren werden. Und gerade bei den Hobbyhaltern gibt es immer mehr Menschen, die auch die Faser weiterverarbeiten wollen. Bedeutet, ich schere, ich versuche immer am Stück das gesamte Vlies abzutragen, um dann eben auch die Möglichkeit zu bieten, das ganze Fell, das Vlies am Stück zu filzen auf der Innenseite, auf der Hautseite. Somit kann man ein Schafsfell gewinnen, ohne das Tier dafür schlachten zu müssen. Und das ist eben das, was meine Kleinkunden hauptsächlich erfordern oder erwarten von mir. Ich wünsche mir natürlich sehr, dass das Schafscherfest in Savonie nächstes Jahr wieder wie ursprünglich und traditionell geplant stattfinden kann. Ich vermisse es sehr. Das war immer eins der Highlights überhaupt in meiner Schafscher-Saison. Mein Schafscher-Abschluss ist meist in Savonien. Die Familie Cotti hat mich da traditionsreich jetzt schon das 12. Mal eingeladen. Und ich wünsche euch allen ein schönes Fest am Markt und dass ihr natürlich auch bei dem Einzelhandel einkauft, der seine Stände dort hat. Es sind viele Kleinunternehmen und ich wünsche den Kleinunternehmen, dass sie gut durch die Zeit kommen und wir sehen uns hoffentlich nächstes Jahr wieder. Just as fleeting as a breeze, she paints pictures blue and green, and I release them to the sea. While we lay in the sunset, white couch in June, her body sings, and I join the tune. All the sirens calling, rose leaves their trees, but a peace pervades us, and the dreamers dream. Every element's a face,
every color that's attached. She paints pictures blue and green, and I release them to the sea for the ancient memories, just as fleeting as a breeze. She paints pictures blue and green.